Ja, guten Morgen. Das war ja ein wunderbarer Abend mit spanischer Musik und leckerem Essen. Heute freue ich mich über einen weltweiten Megatrend, die künstliche Intelligenz, mit Ihnen zu sprechen und zu zeigen und über die Chancen und Risiken zu reden. Und für alle hier im Raum überwiegen die Chancen dramatisch, gerade in einer digitalen Industrie wie eben dem Internetreisevertrieb, hat das eine sehr große Bedeutung. Und wir leben eben im Zeitalter des Rise of AI, wie das in der Literatur so heißt, dem Aufstieg der KI. Sie kommt, sie wird immer intelligenter und da zeige ich Ihnen jetzt mal einige Beispiele. Als ich studierte in München, schrieb die Bild-Zeitung, niemals wird ein Schachcomputer das Schachspiel gewinnen und dann war einige Tage später Deep Blue hat den Garry Kasparov geschlagen mit eben, das kalkuliert sehr viele Kombinationen durch und es war ein schneller Computer. Und damit hat man heute sich daran gewöhnt, dass man solche smarten Assistenten hat, die unendlich viel schlauer sind wie wir und immer gewinnen. Das ist eben ein superhuman smarter Assistent zum Schachspiel. Das, was wir jetzt machen, sind Sprachcomputer auch. Und wer hat mal Jeopardy live gesehen auf YouTube, den Film, mal die Hand hochheben? Da haben Sie Nachholbedarf, schauen Sie sich das also auf alle Fälle eben an. Das ist hier die beliebteste amerikanische Rätselshow im Fernsehen, Jeopardy. Das sind die beiden Allzeit-Weltmeister, Multimillionäre und sehr intelligente Leute. Und da gucken Sie sich das Gesicht an vom Brett. In dem Moment begreift er, ich werde dieses Spiel nie wieder gewinnen, weil der Watson in der Mitte die komplizierten Fragen aus Geschichte, Sport, Wissenschaft schneller beantwortete und besser wie die beiden anderen und es dann gewonnen hat. Das ist also ein Meilenstein in der KI, eine intelligente Beantwortungsmaschine, Watson. Hier eigentlich der Tipping Point der Chinesen, als eben ein Algorithmus von Google, AlphaGo, das Go-Spiel gewann gegen den Weltmeister hier Lee Sedol. Und das war noch in den Fachbüchern der Informatiker 2014, 2015 als unmöglich gesehen. Da stand immer, es wird niemals möglich sein, viel zu viel Kombinationen. Und hier ist eine Video Analytics, also eine KI, die das Muster als grafisches Muster analysiert, hat das gelernt, wie es geht, gegen sich selbst gespielt, immer besser geworden und gewonnen. Und seitdem investieren die Chinesen Multimilliarden jedes Jahr und wollen der KI Weltmeister werden und sind es wahrscheinlich auch und wir müssen aufpassen, dass wir nicht abgehängt werden. Insofern rede ich heute über dieses Gebiet der KI, dass ich eben probiere, intelligente Dinge mit Software nachzumachen, die Maschinen lernen, das ist das Machine Learning, das ist das Besondere, anders wie vorher und wenn die künstlichen neuronalen Netze immer tiefer werden, spreche ich vom sogenannten Deep Learning, weil ich viele Schichten habe und da kommen die besonders intelligenten Eigenschaften wie eben beim Go her. Das sieht also so aus, wie hier, wie Sie das da sehen, ein künstliches neuronales Netz hier mit 6 Schichten und das ist mathematisch, werden dann die Gewichte berechnet zwischen den Pfeilen und den Schichten, Kanten und Ecken. Und wenn ich das ordentlich trainiere, kann ich da eine Katze erkennen, einen Katzenclassifier. Und dann erkenne ich die Katze von vorne, von hinten, eine weiße, eine schwarze, morgens, mittags, abends, springend, schlafen. Und da erkenne ich die, weil ich das Muster einer Katze trainiert habe. Und diese Mustererkennung, das ist das Geniale am derzeitig aktuellen KI-Trend. Das ist im Moment noch sehr, sehr weit weg vom Menschen, von dem, was wir im Kopf haben. Wir haben also viel, viel mehr Neuronen, die biologischen Neuronen, nicht die künstlichen Neuronen. Und auch die Aktivierungsfunktionen zwischen unseren Neuronen sind hier zeitlich gestaffelt, auch komplexere Signale, also viel komplexer, mehr und ist auch mehr verknüpft. Meine vorderen Neuronen sind mit den hinteren verknüpft. Das ist im Computer alles nicht der Fall. Das heißt, all das werden wir noch lernen in den nächsten Jahren und die Fähigkeiten werden dramatisch intelligenter werden. Wir sind am Anfang einer gewaltigen Explosion, die zu vergleichen ist mit der Erfindung des Internets. Ihr Verband ist ja durch das Internet entstanden. Es werden auch Reiseverbände entstehen mit viel Reise-KI. Insofern, was ist jetzt gute und schlechte KI? Gute KI ist die, die uns hilft, schlechte, die uns eben auch nicht hilft. Ich zeige jetzt mal 2 Beispiele. Hier von Boston Dynamics, der Roboter Atlas. Heute können die Rennen und Saltos machen, aber eben hier schon 4 Jahre alt.
Und solche sind bei Amazon im Lager, im Einsatz. Und der will eben Pakete aufheben. Der ist dafür gebaut, Pakete wegzusortieren. Und Sie sehen, der Bursche lässt sich auf jeden Fall hier nicht ärgern. Und er will Pakete aufheben. Und egal, was man macht, er ist sehr, sehr frustrationstolerant. Und wenn wir im Bett liegen am Wochenende, mitten in der Nacht, er muss nicht essen, er muss nicht schlafen, er wird Pakete aufheben. Und das ist eine der Eigenschaften von KI, dass sie eben, auch wenn man sie sehr übel ärgert, nicht sauer wird und sie eben immer weitermachen. Und gerade das ist eben die Produktivitätssteigerung bei intelligenten, komplexeren Dingen. Das ist also sogenannte gute KI. Bad KI ist das, was wir verbieten sollten. Und ich zeige Ihnen eine Killerdrohne, wie das funktionieren kann. Die Tyrannei des Schmetterlings, der Roman fängt just like ja so an. Any mobile device these days, it has cameras and sensors, and just like your phones and social media apps, it does facial recognition. Inside here is 3 grams of shaped explosive. This is how it works. Er hat durch KI automatisch das Gesicht gefunden und dann explodiert. In dem Roman werden ja viele Tausend davon über einem Dorf abgeschmissen. Ähnliche Dinge werden ja heute in der Ukraine schon eingesetzt. Das heißt, es ist für die Menschheit sehr entscheidend, dass wir automatische Maschinen, die Menschen automatisch unkontrolliert töten, wie das verbieten. Es gibt hier Gesetzesvorschläge bei der UNO in der EU, das zu verbieten. Und das ist genauso wie für Nuklearwaffen und chemische Waffen. Das ist also sehr wichtig. Das ist also Bad KI, die wir verbieten müssen und sollen und auch in der EU haben. Wir betreiben hier eine sogenannte Partnership on AI, diese Dinge auch dann ausarbeiten, voranbringen. Ich zeige Ihnen hier mal ein Papier. Das ist die größte Ingenieurveranstaltung der Welt. IEEE heißt die, mit Millionen Ingenieuren. Und das Papier hier ist über das ethische Design von KI. Und die Papiere haben eigentlich immer die gleiche Struktur. Es geht darum, wie bringe ich Werte, menschliche Werte, gesetzliche Werte in KI-Systeme rein. Das zweite Punkt, dann wie stelle ich diese ethischen Richtlinien sicher? Gerade wenn sie immer autonomer werden, muss ich aufpassen, dass die Autonomie nicht aus dem Griff gerät, die Menschen das kontrollieren. Und Nummer 6 sehen Sie eben, autonome Waffen sollen verboten werden. Das ist also sehr entscheidend. Nichtsdestotrotz dürfen wir eins nicht vergessen. Alles, was wir heute haben, ist die sogenannte Narrow-AI, die ist heute verfügbar. Ich zeige Ihnen jetzt viele Beispiele von Narrow-AI. Und hier wird die Risiken überschätzt und die Chancen unterschätzt. Gerade für Ihre digitale Branche sind es gewaltige Chancen und Sie sollten nicht zu viel Zeit verbringen, über die Risiken nachzudenken. Das ist die Narrow-AI, weil der Spiegel, die Zeitungen, all die verschiedenen journalistischen Diskussionen fokussieren sich häufig oft auch auf General Artificial Intelligence, sowas wie der gesunde Menschenverstand, die gar nicht existiert, beziehungsweise also heute noch nicht verfügbar ist, beziehungsweise das sogenannte Super Artificial Intelligence, die in Hollywood getrieben wird, wie Terminator oder das Buch hier von Nick Bostrom, Super Intelligence, oder wer kennt den Film Ex Machina, mal die Hand hochheben. Ja, schon mehr wie Jeopardy, aber ja, das ist ein toller Film, wo eben so ein humanoider, superintelligenter Roboter letztendlich seinen Programmierer verführt. Schauen Sie sich den mal an. Unterhaltsam, aber das gibt es nicht. Das, was es gibt, ist Narrow Artificial Intelligence und das ist das, wo die Produktivitätssteigerung und Innovation stattfindet. Hier eine Marktstudie von Gartner, das ist der sogenannte Gartner Hype Cycle für KI. Und Sie sehen, typischerweise ist immer das Hype das, worüber alle reden. Und dann kommt die Enttäuschung und das Tal unten ist das Tal der Desillusion. Das ist eigentlich das Interessante, weil da die Dinge drin sind, die funktionieren, wo dann aber alle, die so, sagen wir, sich halb auskennen, sagen, ist zu teuer, dauert zu lang, will ich nicht. Und zwei Jahre später sind Sie dann auf dem Plateau der Produktivität angekommen in den Unternehmen und dann gehen alle Konkurrenten bankrott. Dann hat man
quasi den Trend verpasst. Und die wenigen, die das beherrschen, haben dann gewaltige Vorteile. Das war ja bei der Erfindung des Internets, E-Commerce auch so. Und Sie sehen unten in dem Tal Chatbots, Bilderkennung, Semantic Search. Und diese drei Dinge werde ich Ihnen zeigen, die heute vollständig marktreif sind. Sie sehen kurz hinter dem Hype oben Deep Learning. AI Edge ist jetzt Google, Apple Chips, baut ja Chips für die Apple iPhones, also mehr Bildverarbeitung, auch ohne im Internet zu sein, auf dem iPhone machen kann. Das ist jetzt sehr, sehr hypey. Aber besonders interessant auch die Sachen danach. Insofern merken Sie sich heute eins: AI ist ein weltweiter Megatrend, wie die Erfindung der Elektrizität. Und er wird nicht weggehen, er wird überall drin sein. Insofern fange ich hier mal den ersten Teil meines Vortrags zusammen. Narrow AI ist ein weltweiter Megatrend, der die Art, wie wir leben und arbeiten, massiv verändern wird. Neue Produkte und Services, gerade auch in Ihrem Bereich, und disruptive Geschäftsmodelle werden und entstehen sehr schnell. Menschen, Firmen, Industrien, Städte, Länder, Kontinente, die das kontrollieren, haben dramatische Vorteile und die Risiken werden überschätzt, die Chancen unterschätzt. Und deshalb möchte ich Ihnen jetzt vier Beispiele zeigen, Anwendungen, die eben alle marktreif sind, alles Sachen, die wir gebaut haben mit deutschen Firmen, die heute live sind hier im Land und die mal so aufteilen, nach diesen vier einfachen kognitiven Fähigkeiten, lesen und schreiben, sehen und erkennen, sprechen und hören, Knowledge generieren und verwalten. Und darunter ist immer der KI-Service, Watson Assistant, Watson Speech-to-Text und so weiter, die Sie sofort anwenden könnten in Sekunden auf Ihrem iPhone, heute voll verfügbar. Und das zeige ich Ihnen jetzt. Ich fange mal mit Reden und Schreiben an. Hier ein Chatbot der Deutschen Bundesbahn. Sie erinnern sich an den Streik der Lokführer vor einiger Zeit, GDL. Und da war natürlich vollständiges Chaos und viele Leute wussten nicht, kriege ich meinen Zug, fährt er noch, gibt der Streik noch, kriege ich mein Ticket zurück. Und da hat die Deutsche Bundesbahn eben den sogenannten DB Smile, den Sie hier sehen. Und Sie können da im Internet auf dem iPhone draufgehen. Hier sind sehr, sehr viele verschiedene Themen eben möglich und ich kann dann fragen, ist der große Streik beendet? Ja, läuft er noch? Oder läuft er noch nicht? Und dann kriege ich hier die Antwort, ja, aufgrund des Streiks, der GDL und so weiter und so fort läuft noch, dann lerne ich das. Also ich muss in keinem Callcenter warten, ich kriege die Antwort sofort. Das Unternehmen hat hier Peak-Nachfragen von zigtausend Requests automatisch zufriedenstellend beantwortet. Dann kann ich fragen, bekomme ich mein Ticket aufgrund des Streiks erstattet? Und dann wird hier sofort die Regelung eben erklärt, wann wird sie erstattet und wann nicht. Das heißt, ich vermeide viele Fragen, die unnötig sind, unter welchen Bedingungen ich das erstattet bekomme. Ich kann hier das Formular anhängen, wo ich das dann beantworten kann. Und so gehen eben im sogenannten Kundenservice, Customer Care, sehr, sehr viele Callcenter-Firmen dazu über, diese einfachen, häufigen Fragen zu automatisieren. Das ist der Business Case für Chatbots. Dass Sie eben in einem Callcenter, sagen wir mal, wenn Sie da anrufen würden, eine halbe Stunde warten, kostet 20, 30 Euro. Wenn Sie es so automatisieren, kostet das nur 20, 30 Cent. Und wie kann ich ein Ticket für mein Kind buchen? Und Sie können hier dann automatisch eben rübergehen in die Buchung Ihres Tickets. Also das hier ein Beispiel der Deutschen Bahn. Hier ein zweites Beispiel, weil es so wichtig ist, zeige ich Ihnen zwei. Das ist die Hook-Versicherung, hat eine Digitaltochter, die alles digital macht, also keine Filialen, sonst wird alles im Internet gemacht, heißt Hook24. Der Spruch darunter zeigt, wofür sie stehen, digital, einfach, günstiger. Das ist das, wofür man antritt, hat den in der Computerbild den top-smarten Assistentenbekreis bekommen. Da sind 40 Assistenten verglichen worden. Und ich zeige Ihnen jetzt mal, wie das hier funktioniert. Sie gehen also auf der Internetseite. Sie können das auch alles gerne später selbst ausprobieren, weil es ja heute live im Internet ist. Ich habe es hier nur abgefilmt. Sie gehen auf Service und Kontakt und können dann hier auf den smarten digitalen Assistent gehen und dann Fragen stellen. Also ich bin zum Beispiel auch bei der Hook versichert und habe da auch ab und zu mal Fragen mit meiner Versicherung. Und dann könnten Sie jetzt hier fragen, was deckt meine Vollkaskoversicherung ab? Also ich vergesse das auch immer. Alle Schäden im Rahmen der Teilkasko
Unfallschäden, egal wer den Unfall verschulden hat, mutwillige Beschädigung des Fahrzeugs durch Fremde. Und ich habe sofort, ich musste nicht warten, ich habe gespart, auch die Hook hat hier Zeit und Geld gespart. Und jetzt kann man dann, er lernt hier, das ist das Supervised Learning, er hat gefragt, waren Sie zufrieden, hat man Ja gesagt. Wäre ich jetzt unzufrieden gewesen, könnte das Team das dann nachtrainieren und immer besser machen. Oder ich frage hier, wo kann ich einen Vertrag bei euch abschließen? Also hier im Kundenservice ist im Moment der Trend, dass ich, nachdem ich Fragen beantwortet habe, dann auch automatisch in den Verkauf übergehe, dass ich also Dinge, einfache Dinge dann auch automatisiert verkaufe. Kann ich online die jährliche Fahrleistung anpassen und dann wird hier auch gezeigt, ja, das geht und mach das so und so und so und dann kann ich also die Kilometer, die ich fahren kann im Jahr, hier auch verändern. Also der Kundenservice, meine Verträge verkaufen, verwalten, all das wird automatisiert. Ein riesiger Use Case, Customer Care, Kundenservice. Diese sogenannten sprachlichen Annotatoren, Maschinenannotatoren, die das ermöglichen, können Sie auch in Ihre Internetseite einbauen. Hier zum Beispiel in die Suche. Sie sehen, was sind Wildschäden, war die Frage. Und ich kann auch komplexe Texte, ganze Dokumente hier, wodurch sind Wildschäden abgedeckt, also wenn ich mit einem Reh zum Beispiel kollidiere, dann sind die Bedingungen hier eben, Fahrzeug muss in Bewegung sein, Zusammenstoß gekommen, Basistarif und so weiter. Und ich kann also einfache, häufige Fragen direkt beantworten, kompliziertere durch semantische Suche, indem ich ganze Wissenskörper durchsuche und dann den Inhalt der Dokumente anzeige. Das ist also der sehr, sehr große Trend. Und hier muss ich weniger trainieren, es ist schneller, ist aber eine hohe Automatisierung. Also Formulare, Texteregelungen kann ich hier sehr, sehr gut eben verwalten. Und auch auf komplizierten Internetseiten, wie von Telekom-Unternehmen, wo man immer rauf und runter scrollen muss, verändert sich jetzt die Art, wie die bedient werden, dass ich nicht mehr in den Bäumen rauf und runter gehe, sondern ich durch solche Systeme hier, das war bei der Überflutung auch, wo ist eine Elementarversicherung, das ist ja in verschiedenen Produkten drin, dann, Hausversicherung, Grundstückversicherung und so weiter, dann kann ich da reinspringen. Also das ist ein riesiges Thema, was auch forschungsmäßig aufbereitet ist. Hier Marktforscher, Gartner, Forrester haben hier mal führende Systeme aufgeführt und Sie sehen, die schnellste Erkennung von dem, was es will, ist hier mit dem, was ich Ihnen gezeigt habe, Watson Assistant. Hier haben Sie Systeme von Google, Dialogflow, Rasas Open Source, Louis Microsoft, wo Sie eben letztendlich länger brauchen und mehr Fragen und Antwortpaare sammeln müssen. Sie müssen quasi mehr Zeit und Geld in die Hand nehmen, um diese Dinge zu trainieren. Also Chatbots empfehle ich Ihnen eben dann für einfache, häufige Fragen zu nutzen und dann Dokumente, Wissenskörper mit semantischer Shirts und Links einzuhängen. Das ist das, was Sie hier mitnehmen können. Das zweite ist Sehen und Hören. Zum Beispiel wieder Versicherung. Sie haben eine Beule im Auto, fotografieren das, schicken das zur Versicherung und zack, bumm, kriegen Sie 157 Pfund, kostet die Reparatur dieses Schadens. Und sowohl für Sie, weil Sie das in Sekunden haben, als auch für das Unternehmen, sind gewaltige Vorteile. Sie sparen Geld, es ist schneller. Und das wird auch in Ihrer Branche, jetzt vor 3 Wochen war ich auf einer Konferenz, da hat Google gezeigt, wie man eben Häuser in Straßen eben fotografiert. Dann wird sofort angezeigt, das ist das Hotel, hat die und die Betten, kostet so und so viel, hat die und die Eigenschaften oder das und das Museum ist, und so weiter. Man das Reverse quasi Anzeigen von Informationen zu Bildern. Ich zeige Ihnen, wie das ist also auch im Medizinsektor ein gigantischer Markt, eben die Bildverarbeitung, hier eben auch Good AI, ein sogenannter Deep Classifier für Malaria. Und Sie sehen, viele 100 Millionen Menschen weltweit leiden an Malaria. Und hier erkennt die Software automatisch die roten Blutkörperchen, die blauen. Und Sie kennen es nicht so schwer zu, ist schwer zu erkennen, wenn ich die abschalte. Hat er jetzt Malaria, ja oder nein? Ja, und er hat, Sie sehen, er hat. Der Mensch kann gerettet werden, wenn er frühzeitig Medikamente bekommt. Und wenn nicht, hat er ein großes Problem. Und deswegen ist sogenannte Good AI im medizinischen Sektor ein riesiges Thema und bei all den Mikroben, Viren und so weiter, die es gibt, können Sie sich vorstellen, ist das ein boomender Markt und deshalb muss man genau verstehen, was jetzt ein AI-Modell, was eine AI eigentlich ist
Und ich will Ihnen das nochmal näher bringen, weil es ist nicht nur der Algorithmus, den ich eben am Anfang gezeigt habe, es ist immer nur die Verbindung von Daten plus Algorithmus macht das Modell. Nur beides zusammen kann man bewerten. Also in dem Fall, wenn die 8 Katzen trainiert sind, ist eine Katze, dann habe ich einen Katzenklassifier und sage 100% Katze. Super. Aber in den Bildern war ein Leopard. Kann ich damit leben, dass der Leopard als Katze gesehen wird oder ist das jetzt ein Kindergarten oder ein Zoo, wo das gefährlich werde? Dann müsste ich das trainieren. Will ich Katzen zählen, habe ich hier 2 Katzen, dann muss ich das zusätzlich trainieren. Will ich die Puppe da auf der Drohne ausschließen, nur lebendige Katzen, muss ich das trainieren. Das heißt, das Verständnis der Daten erfordert viel fachseitiges Know-how und ich muss mir genau überlegen, wie bei der Beule im Auto, kann ich mit der Genauigkeit leben oder erstatte ich dann vielleicht auch irgendwelche Beulen, die viel teurer sind. Nicht? Also das systematische Verständnis von Daten plus Algorithmus zusammen vom KI-Modell, das macht eigentlich die Qualität aus und die Vertrauenswürdigkeit. Und da werde ich oft drauf noch zu sprechen kommen. Hier der neue Tesla. Sie sehen da oben das Verkehrsschild. Und natürlich will man wissen, wie genau erkennt er jetzt das Verkehrsschild, wenn Nebel ist, nachts und so weiter. In wie viel Prozent der Fälle erkennt er es nicht? Oder eben bei Malaria, in wie viel Prozent verwechselt er es vielleicht? Und das ist eben das, was wir als Gesellschaft lernen müssen, weil diese Fehler passieren werden und systematisch drin sind, dass ich kontrolliere, ja, damit kann ich leben, ist versichert oder ist nicht so schlimm und so weiter. Insofern Bilderkennung für Objekterkennung in Bildern, Videos, Filmen, Realtime, Qualitätssicherung, ein gigantischer Markt ist am Boom. Das dritte ist Sprechen und Hören. Hier zeige ich Ihnen ein Gespräch meiner Kollegin Sophie mit einem smarten Assistenten der Stadt Hamburg, ich komme aus Hamburg, um sich über einen Personalausweis zu... Moin, ich bin Kaya, die digitale Hamburger Hilferin. Wie kann ich helfen? Hi, mein Perso ist abgelaufen. Wie kann ich mir einen neuen holen? Sie können einen Personalausweis nur persönlich im Bezirksamt beantragen. Bitte bringen Sie ein aktuelles biometrisches Passfoto und einen alten Personalausweis, Reisepass oder Ihre Geburtsurkunde mit. Kann ich dir denn vertrauen? Diese Frage habe ich mir auch gestellt. Deshalb habe ich meine Kollegen bei der IBM darum gebeten, eine Studie zu erstellen. Heraus kam, dass man mir mehr vertraut als Gebrauchtwagenverkäufern. Okay. Wie viel kostet das denn? Der Personalausweis kostet 22,80 Euro, wenn Sie jünger als 24 Jahre sind. Beziehungsweise 28,80 Euro, wenn Sie 24 Jahre oder älter sind. Okay. Kann ich eigentlich auch mit einem Mann sprechen? Ahoi, ich bin Kai. Ich hoffe, meine Stimme ist so angenehmer. Wie kann ich behilflich sein? Kannst du auch einen spanischen Akzent haben? Na claro, ich bin Antonio. Gefalle ich dir besser? Wie kann ich behilflich sein? Ich beantworte sehr gerne alle weiteren Fragen. Da lacht sie, das ist, man ist emotional viel, viel mehr berührt, wer weiß, so menschlich ist. Und wenn Sie eben auf einen deutschen Text einen spanischen Text-to-Speech-Service aufschalten, dann haben Sie Deutsch mit spanischem Akzent. Das ist das, was Sie gehört haben. Und man kann eben die Stimmen auswählen. Es gibt auch eine Feature, Custom Voice heißt das, da können Sie Ihre eigene Stimme bauen. Also Telekom-Unternehmen bauen zum Beispiel auch eigene Stimmen. Ein riesiger Markt. Und das wird auch in Ihrer Industrie, wo Sie es mit vielen, vielen Sprachen zu tun haben, gewaltig eben an Bedeutung gewinnen. Auch die Übersetzungsservices, auch die deutsche Firma DeepL kennen Sie vielleicht, top weltweit. Wenn Sie da mal einen Text schreiben, reinkopieren, wie top das ist. Man kann also ganze Seiten, alles immer schneller auch hin und her schaufeln. Das ist etwas, was sehr, sehr boomt und was wir lernen werden und in immer mehr Service auftauchen wird. Ich komme zum vierten kognitiven kleinen Service, das ist die Verwaltung von Wissen und Generierung von Wissen. Und das ist ja auch in Ihrer Industrie mit Hotelbeschreibungen, Reisebeschreibungen, Katalogen, Broschüren und so weiter gewaltig. Und das, was Sie hier sehen, ist das sogenannte Smart Document Understanding. Also Sie können das reinladen und sagen, in Purple, das ist die Überschrift, in Hellblau, das sind die
Anbieter oder eben die Autoren, dann wann es geschrieben ist, dann vielleicht der Abstrakt, dann der Body, vielleicht Tabellenbilder und so weiter. Und das bringen Sie eben in einem Format dem Service bei, 15, 20 Mal. Und dann kann er das und dann kann er plötzlich Millionen, also Millionen eben automatisch eben auch durchlesen und ihn Dinge finden, wenn Sie sagen, ich will jetzt unbedingt einen Urlaub machen mit Höhlentauchen, dann wird er Ihnen nur Hotels quasi raussuchen mit Höhlentauchen. Also Sachen, die sehr selten sind, die Sie im Moment mit Ihren Seiten vielleicht nicht so gut können. Und wenn der Mitarbeiter des Unternehmens den Kunden von der KI unterstützt wird, um den Kunden zu bedienen, das ist der Agent Assist. Und beides sind sogenannte intelligente Agenten, also die eben unterstützen und die folgende Eigenschaften haben. Ich habe das hier mal die Anatomie des intelligenten Agenten genannt. Ich fange mal unten links an. Die Qualität ist, wenn man das dann am Laufen hat, ja immer gleich. Es ist ein Self-Service, das heißt, der funktioniert auch ohne Sie. Er läuft auch nachts, wenn die Bank zu hat, 24/7 rund um die Uhr. Er ersetzt nicht die Menschen, sondern hilft. Er hat einen loyalen, diskreten, privaten Touchpoint. Er kann auch sehr innovativ Ihre Seite aufladen. Mit jedem unserer Projekte ist ein Business Case. Das heißt, Sie machen Dinge besser, die Kunden zufriedener, sparen Geld und so weiter. Und wird Teil Ihrer Brand. Und wie solche jetzt Assistenten aussehen, wenn ich diese Dinge alle zusammenbaue, was ich für Effekte hier erzielen kann, zeige ich Ihnen jetzt mal an immer komplizierteren Systemen. Hier sehen Sie einen sogenannten Reisebegleiter, wir sind ja in der Reisebranche, der Simon heißt. Und Simon lebt auf der internationalen Space Station. Können Sie übrigens jetzt aktuell in Berlin sehen, am Mercedes-Platz, in der Mercedes-Arena wird er ausgestellt, können Sie jederzeit sich angucken und der sieht so aus. Simon ist also Basketball groß und der hat da quasi ist gebaut worden, um die Astronauten auf der internationalen Space Station zu unterstützen, hier der Alexander Gerz, um ihnen bei den wissenschaftlichen Experimenten zu helfen. Die müssen ja immer hin und her fliegen in der Schwerelosigkeit, das ist schwierig. Und wenn man da eins nach dem anderen vorliest, Schritt 1, mach das, Schritt 2, Schritt 3, nimm das mal auf und so weiter, dann hilft das. Und das ist eben das, was der Simon hier kann. Sein Projekt, was wir gemacht haben mit einem jungen Team, wo auch Europa führend ist. Und ich zeige Ihnen mal diesen historischen Moment, wo eine erste KI, der Gesamtmenschheit, also die erste KI im Weltraum quasi wach wurde und lebendig wurde. Das ist hier der Moment, wo Alexander Gerz anfing, mit ihm zu arbeiten. Play is for him to be aware of his surroundings. So after which that you detach it. Please say, Simon, wake up. Simon, wake up. Hello, I am your space companion. Das sind die beiden Projektleiter von Airbus und DLR und auch Teil von unserem Team. Und die haben Sie vielleicht gehört, was er gesagt hat. Das nenne ich mal Geschichte schreiben. Also es ist die erste KI der Menschheit im Weltall, wie R2-D2 und so weiter, die wir kennen aus Hollywood, die wirklich eben hilft, bestimmte Sachen zu machen. Wir bauen im Moment eben als Menschheit eine Station auf dem Mond. Der Plan ist, zum Mars zu reisen, was auch Monate dauern wird. Und die NASA, alle Beteiligten, European Space Agency, wissen, das wird nur Möglichkeit, wenn wir intelligente Reisebegleiter haben, die uns eben bei den Dingen, die wir dann tun müssen, die auch alle sehr wichtig sind, wo man sehr viele Dinge wissen muss, helfen. Und das ist eben Simon. Ich zeige Ihnen nochmal hier, wie die verschiedenen kognitiven Services zusammengeschaltet sind. Ich fange mal unten links an. Sie sehen die schwarzen, das sind die Augen. Also Augen würde jetzt zum Beispiel den Michael erkennen. Und wenn der Michael sagt, Simon, komm mal her, wie zum Hund, dann würde er auf einen zufliegen und so weiter. Einen erkennen. Das Brain, damals noch in der ersten Version, die Sie hier gesehen haben,
ist in der Watson IBM Cloud, also da wird es dann gerechnet. Also man muss also da noch die Signale hin und her schicken, quasi von der ISS bis runter hin und her. Die Ohren sind die Mikrofone und da hört man also die Stimme, und also Speech to Text. Und wenn er dann antwortet, Text to Speech, dann klingt das so. Das ist also die Stimme, die Sie schon gehört haben. My mission is to assist you wherever I can and to motivate you, no matter which task needs to be done. Das Ziel war also im internationalen Team eine sachliche deutsche Stimme zu haben. War das ein lustiger Ausdruck. Und man kann auch Emotionen einbauen, einmodulieren. Und wenn man jetzt auf so einer Reise zum Mars wäre und dann sehr, sehr weit weg von zu Hause, könnte sich das so anhören. I know we are very far from home. What can I do to cheer? Also die Frage, will man motiviert werden? Soll man motiviert werden? Wie? Das ist eine Eigenschaft, die die Astronauten so nicht wollten, nicht? Und die dann nicht operativ so eingebaut wurde. Ganz tolles System ist auch hier das Body-Movement-System, das also automatisch rumfliegen kann. Da sind also sehr, sehr viele Föhne eingebaut, und mit den Föhnen kann ich quasi dann, kann Simon automatisch sich drehen, einen angucken, irgendwo hinfliegen, was filmen und so weiter. Und wenn man das alles zusammenbaut, ist das eben ein intelligenter, smarter Assistent. In diese Richtung wird es gehen. Wenn Sie das jetzt im Detail alles sich angucken würden, muss man immer dazu sagen, es ist alles noch viel dümmer und weniger autonom und weniger, als es scheint. Aber es geht in die Richtung, und Sie können sicher sein, es wird intelligente Reisebegleiter geben, auch für Sie, die ganz toll einem helfen. Insofern will ich das nochmal zusammenfassen für Ihre Industrie, weil Sie eben eine digitale Industrie sind, der Internet Reisevertrieb, Sie haben mit dem Internet zu tun, müssen Sie vorne mit dabei bleiben, wenn die Daten im Internet, die neue Schichten, intelligente Zugriffsmechanismen entstehen, und KI ist davon einer. Insofern ist das für Sie ein absolutes Must, sich damit zu beschäftigen. Und es wird alle Prozesse, die Sie jetzt haben, über Reiseinformationen, Reiseentwicklung, auch Verkauf, Management, Operation, Abrechnung oder eben die Kontaktcenter, eben auch revolutionieren, verändern, verbessern. Zusätzliche digitale Kanäle werden möglich sein, vollautomatische Kanäle werden möglich sein. Insofern verpassen Sie das nicht. Hier zeige ich gerade auch die tollen Startups, die wir gesehen haben. Gibt wunderbare Möglichkeiten. Insofern werden Sie sich jetzt fragen, wie ist das jetzt eigentlich zu machen? Ist da, können das nur große Firmen machen? Ist das teuer? Dauert das lange? Deshalb will ich Ihnen 4 Erfolgsfaktoren mitgeben, um solche Dinge zu bauen. Und wenn Sie die berücksichtigen und in kleinen Schritten vorangehen, kommen Sie sehr schnell sehr weit. Der erste Erfolgsfaktor sind die Daten. Sie müssen eine Datenstrategie haben, frei nach dem Motto, ohne Moos nichts los. Als hieß das ja früher mal, kann man sagen, bei der KI ist ohne Daten passiert nichts. Und gerade das, was Sie rechts sehen, das, was explodiert, sind die sogenannten unstrukturierten Daten. Was sind strukturierte Daten? Ist eine Datenbank, da haben Sie eben Vorname, Name, Wohnort. Das ist strukturiert. Unstrukturiert ist zum Beispiel meine Sprache, wenn Sie das jetzt hier aufnehmen, der Audiofile von dem, was ich erzähle. Unstrukturiert wäre hier ein Bild von der Konferenz. Unstrukturiert wären eben Logfiles von den Mikrofonen. Also all das sind eben auch Sprache, Texte. Und das alles unstrukturiert, sammeln Sie diese Dinge, sammeln Sie die, verwalten Sie geschickt, und dann überlegen Sie, was kann man damit machen. Das Zweite sind die Leute. Sie müssen in Menschen investieren, die sich damit auskennen. Also zum Beispiel in der Mitte ein Deep Learning Experte. Wer hat in Ihrer Firma oder in Ihrem Team einen Deep Learning Experten? Mal die Hand hochheben. Also Sie sehen, hier in diesem Raum gibt es 5. Auch hinten, Zauber hat welche, 5, ja, also noch ein kleiner Teil. Und wer hat einen Augmented Reality Designer? Ja, auch wieder, Zauber. UIMA Modeler? Auch Zauber. Deswegen, wo war das auch gestern der Gewinner? Weil man spürt, das ist eben auch sehr, sehr innovativ.
Und Sie müssen sich klar machen, alle anderen, Sie machen da wirklich weniger. Und Sie müssen aufpassen, dass Sie sich verpassen. Weil wenn Sie jemanden hätten, der sich damit auskennt, der würde ja, da muss man nicht lang Deutsch planen und machen und tun, sondern der würde für Sie auch proaktiv schon Sachen machen, die einfach sind, und dann wird es vorangehen. Insofern, ich stelle die Frage sehr häufig, auch mit, wir machen ja so Workshops, wo man dann die Sachen ausfuchst und Ideen entwickelt. Und vor 4, 5 Jahren ist das was sehr oft so in vielen Industrien, dass kaum jemand da war. Heute haben Sie in manchen Industrien schon 20-30% der Leute machen das dann. Das dritte ist die Software. Die Software ist eigentlich fertig. Hier zeige ich Ihnen mal die Architektur der IBM Public Cloud in Frankfurt. Da unten haben Sie immer Computer und Netzwerk und Sicherheit nach europäischer Datenschutzrichtlinie. Das ist bei allen anderen Anbietern im Prinzip mehr oder minder ähnlich aufgebaut. Dann die zweite Schicht ist die Datenverwaltungsschicht. Sie müssen, wie ich das mit den Katzen gezeigt habe, die Daten sehr, sehr genau verwalten können. Und da gibt es viele technische Möglichkeiten. Das ist die Datenschicht. Die dritte Schicht ist jetzt die KI-Schicht mit den KI-Services. Und Sie erkennen genau die ich Ihnen gezeigt habe, bei den Chatbots hier, bei DB Smile, der Watson Assistant. Discovery Service, die Search, wo ich die Dokumente ausgerechnet habe, gezeigt habe. Speech-to-Text, Text-to-Speech beim Simon, Machine Learning, das zu trainieren. Und diese Dinge können Sie auf Ihrem iPhone, wenn Sie auf diesen Link oben gehen, irgendwo ist ein Link, gehen Sie da drauf, können Sie in 2 Sekunden damit anfangen zu arbeiten. Also Sie müssten nur die Inhalte reinbringen und wissen, was Sie machen. Sie können es also machen. So sieht das aus. Also Sie müssen nicht denken, das ist so kompliziert, und die Softwareindustrie investiert im Moment sehr viel Zeit, dass das Ganze auch ohne Programmieren geht, dass das grafische Oberflächen sind, dass bei der KI-Training Ihnen auch KIs helfen, das heißt Auto-AI, wir sprachen eben drüber, dass die Bedienung dieser Dinge auch immer einfacher wird. Und wichtig ist, dass man es tut. Und das ist der vierte Punkt, Sie sollten investieren, Zeit, Kreativität und eben auch in gewisser Weise Geld und Menschen, um diese Dinge aufzubauen. Weil es hier beim VIR ja um einen Verband geht, habe ich dieses Slide mal mitgebracht, weil ich glaube, eine der smartesten Dinge, sowas zu machen, ist, wenn man Ökosysteme baut. Und ich habe hier in der Teilnehmerliste ja gesehen, sind ja auch viele Universitäten dabei, und Leute, die forschen, das ist also wunderbar, genauso muss es passieren, dass man in der Schule schon die Menschen fürs Reisen bereit, für Booking.com, wie ich im Internet das buche, mache und tue. Und dann gibt es die spezialisierten Universitätslehrgänge und Abschlüsse, wo ich dann mit den Bachelorarbeiten, mit den Masterarbeiten Dinge modern ausfuchsen kann und ausprobieren kann. Also viele der besten Dinge, die wir machen, machen auch unsere ganz junge Leute, die einfach mal was ausprobieren, die viel mehr einfach spielen und machen, und das dann übergeht über die Masterarbeiten, Doktorarbeiten in die Startups, und die wir ja hier gesehen haben. Und die Startups wiederum sollten mit den etablierten Playern, den größeren Firmen reden, und die wiederum schaffen das legislative Umfeld eben mit den Politikern. Ich habe ja hier gesehen, hier sind auch wunderbar viele Leute vom Bundestag da. Im Prinzip ist diese Konferenz ist ein solches Ökosystem, und das ist ein Asset und eine ganz tolle Sache. Und insofern können Sie jetzt ein AI für Ihr Online-Travel machen in Ihrem Ökosystem. Und wenn Sie da eben sprachliche Annotatoren haben, Bildannotatoren, können Sie die teilen. Sie können solche Assets eben dann sich aufteilen, wer was macht, und schwupps geht die Sache viel, viel schneller. Alleine geht das nie. Also oft geht es um diese Sache der eben Ökosysteme. So, Sie denken jetzt vielleicht, oh, das habe ich alles schon gehört, und so toll ist es nicht, was der kommt daher, und so intelligent ist es auch nicht, glaube ich nicht. Insofern hier mal die Frage, denken Sie, dass man mit einer KI diskutieren kann? Also wenn zu einem Thema. Also zum Beispiel das Thema, soll ich die Grundschule subventionieren mit Geld, ja oder nein? Könnte ich damit mit einer KI diskutieren? Wer denkt ja? Ah, auch hier sind aber viele sehr optimistisch. Und wer denkt nein? Ein paar denken nein. Okay, also wir haben das Projekt Debater gemacht, und Projekt Debater macht genau das 2019. Hier in einem öffentlichen Wettbewerb in Haifa in Israel, wo viele innovative KIs sind, das ist der Moderator.
Projektdebater diskutiert mit dem Weltmeister in Debating, Harish Natarajan. Und mein Sohn hatte das auf der Schule, da gab es auch Debating. Das funktioniert immer so, dass man eine These hat und die eine Gruppe ist dafür und die andere dagegen. Und dann bettelt man sich so und dann schaut man, was kommt raus, wer hat die besseren Argumente. Und so geht das hier auch. Und Project Debater, a 4-minute introduction from Project Debater. Again, and Project Debater actually has a gender. She will be arguing. In der Mitte, das ist Project Debater. She will be arguing for the resolution, we should subsidize preschool. Ladies and gentlemen, here we go, Project Debater. Greetings, Harish. I have heard you hold the world record in debate competition wins against humans. But I suspect you've never debated a machine. Welcome to the future. I will argue that we should subsidize preschools. We are going to talk about financial issues, but not only about them. Ja, also so redete er. Das unwahrscheinlich Beeindruckende ist, dass das Thema, um das es geht, haben Mensch und Maschine erst eine Viertelstunde vor Start der Veranstaltung, 1000 Leute sind da ja, bekommen. Und der Mensch mit Papier und Bleistift, der typische Intellektuelle, bereitet seine Argumente so auf mit einem spitzen Bleistift. Und die Maschine muss das dann alles durchcrawlen in Wikipedia und so weiter und dann eben ihre Argumentation machen. Und ich zeige Ihnen jetzt mal, wie der Harish redet. Und das muss ja die muss Project Debater ja verstehen. That's your kind of wizardry as well, and you're very good at it. So, ladies and gentlemen, please welcome our debater arguing against the resolution we should subsidize preschool, Harish Natarajan. Well, thank you very much, everybody. It's a pleasure to be here for this historic event. And it certainly was a pleasure to listen to Project Debater. There was a lot of information in that speech, and lots of facts and lots of figures. The problem, though, is the reality of subsidizing preschools is one which does not deal with the underlying problems in society. It is one which often makes those worse, and in the end is very little more than a politically motivated giveaway to members of the middle class. So, also die Stimme vom Harish, die akustische Stimme ging jetzt ins Mikrofon jetzt rein vom Projekt Debater. Da ist Speech to Text, das wird in Text umgewandelt. Der Text muss angereichert werden mit Metadaten, dann muss ich die Argumente raussuchen, dann muss ich verstehen, was dafür dagegen und dann meine Argumente dagegen und dann meine eigene Gegenrede planen. Und Sie können sich das im Internet ist ja alles veröffentlicht anhören. Und ich war begeistert, eigentlich, wie viel man zu den Themen lernt. Es gibt verschiedene Debatten, weil die Maschine vor allen Dingen auch sehr gut Zahlen und Fakten aufbereiten kann. Und ich zeige Ihnen noch mal ein letztes Mal die letzte Antwort. Sie sehen ja, da sitzt die Jury, nachher wird abgestimmt. Hier ist die Antwort jetzt von Project Debater, wie sie so, also spricht. So, now we move on to round two rebuttals. And again, each side will have 4 minutes to respond to the opponent's arguments. First, with her rebuttal, Project Debater arguing for the resolution, we should subsidize preschool. Thank you again. For starters, I sometimes listen to opponents and wonder, what do they want? Would they prefer poor people on their doorsteps begging for money? Would they live well with poor people without heating and running water? Giving opportunities to the less fortunate should be a moral obligation of any human being, and it is a key role for the state. To be clear, we should find the funding for preschools and not rely on luck or market forces. This issue is too important to not have a safety net. Also, wohlgemerkt, da sitzt niemand und schreibt das, sondern das hat die Maschine selbst generiert. Sie geht selbst darauf ein, sie bringt selbst Argumente hervor. Natürlich auf der Basis der Daten, die man reinsteckt, ganz klar. Aber das ist eine sehr beeindruckende Fähigkeit, die schon sehr tief in der Semantik von Diskussionen drin sind und die sehr auf die Art, wie wir mit dem Internet Daten umgehen werden, verändern wird. Ich will hier nicht verschweigen, dass diese Diskussion trotzdem der Harish, also 70-80% haben für die Projektdebater gestimmt, aber Harish hat einige überstimmt, deshalb hat er gewonnen. Aber es zeigt auch andere Diskussionen, dass die Maschinen auf eben Champion-Niveau da schon mitmachen können. Und wir haben hier auch viele dieser Eigenschaften in den Watson Discovery Service eingebaut. Das ist sowohl diese Metadatengenerierung in Texten als auch eben
Keypoint Extraction, bestimmte Argumente dafür, dagegen finden, Texte zusammenzufassen. Und dann muss man ein Narrative generieren und eben aus. Das sind diese verschiedenen Verarbeitungsschritte, die in diesen Services drin sind, die Sie auch zum großen Teil jetzt auch nutzen können. Natürlich muss man der ganzen Sache auch vertrauen. Wir sprachen eben am Anfang darüber, dass auch sehr viele Menschen der Technik, der KI misstrauen und sagen, oh, das ist das sogar ein Blackbox-Problem, weiß ich, was da drin ist, ist das jetzt gut oder schlecht? Und um dem eben quasi zu begegnen, hat die EU am 21.04.2021 den sogenannten EU-AI-Act vorgeschlagen, also als erster Kontinent auf der Welt eine Regulierung für KI, für Excellence and Trust. Excellence heißt, wir wollen top sein, Trust heißt, wir wollen, dass man der KI vertrauen kann. Und das funktioniert eben in dem Text, ich habe ihn auch mit, werden 7 Qualitätsmerkmale einer guten KI aufgelistet und ausgearbeitet, die in Europa KI aus Europa toll machen sollen. Das sind die da unten, dass ich also Fehler in den Daten verstehe, vermeide oder kontrolliere, wie das eben mit dem Leopard, dass es fair ist, dass also Alte und Junge, Arme und Reiche, Männer, Frauen und so weiter alle gleich behandelt werden in Anwendungen, wo das wichtig ist, dass sie transparent ist, dass ich verstehe, was es macht, auch erklärbar. Das klingt alles immer etwas einfacher, als es ist, weil technisch gesehen ist es anspruchsvoll und ist auch zum Teil noch Forschungsgegenstand, gerade bei der Erklärbarkeit. Robust, wenn ich jetzt mit dem Edding aufs Zone 30-Schild 1030 schreibe, fährt dann das Auto 1030, solche Sachen. Und dazu findet auch in Berlin sehr viel statt. Wir diskutieren ja gleich drüber. Zum Teil eben gibt es als erstes Land der Welt, man hat Deutschland eine sogenannte KI-Normungs-Roadmap rausgebracht, hier in Berlin, letztes Jahr veröffentlicht. Da können Sie auch mitmachen, über viele hundert Experten diskutieren da, arbeiten eben Standards in den Industrien raus. Wenn Sie Interesse haben, können Sie da mitmachen. Das hilft auch, dass man immer genauer versteht, was KI ist, technisch. Da haben wir auch kleine Büchlein geschrieben und so weiter. Also wenn Sie das interessiert, können Sie sich da einlesen. Insofern möchte ich mal den Vortrag hier zusammenfassen. Erstens, KI ist ein weltweiter Megatrend. Einfache intellektuelle Tätigkeiten werden automatisiert und treiben die Produktivität, Wettbewerbsfähigkeit, aber auch die Kreativität. 4 Erfolgsfaktoren, um das eben gut zu machen. Sammeln Sie Daten, kontrollieren Sie die Daten, lieben Sie Ihre Daten, investieren Sie in Menschen, die eben das machen. Beschäftigen Sie sich mit Softwareplattformen, die KI anbieten und den richtigen Anwendungsfall. Vor allen Dingen auch in der Reise, in der digitalen Reisewirtschaft spielt das eine sehr, sehr große Rolle, weil disruptive Modelle entstehen und große Chancen da sind. Gehen Sie Schritt für Schritt, spielerisch vor, in kleinen Schritten, prüfen Sie immer Sachen, was kann ich machen, was kann ich nicht machen. Schaffen Sie Ihr eigenes Ökosystem, Sie haben ja hier schon eins mit dieser Tagung, nutzen Sie das. Und AI-basierte Jobrollen und Business entstehen schnell und Menschen, Industrien, Firmen, Städte, Länder, die das kennen, haben große Vorteile. Profitieren Sie von den Vorteilen, haben Sie Spaß, seien Sie kreativ. Vielen Dank. Dr. Hildesheim, vielen Dank für den, ich glaube, sehr interessanten, aber auch unterhaltsamen Vortrag. Also ich habe mir das jetzt eben schon mal so vorgestellt, in 10 Jahren bin ich also nicht mehr hier, meine Zeit als Moderator läuft ab. Ihr habt hier so ein Avatar, da könnt ihr morgen sagen, hey Gerion, sprich mal ein bisschen Spanisch mit uns. Ne? Und das kann ich jetzt nicht, oder mit spanischem Dialekt, ich könnte noch so ein Kölsch rüberbringen, also Kölschen Dialekt. Aber eins kann ich euch sagen, so behandeln lassen, wie der Typ da im Amazon-Paketservice, das wird mit mir nicht gehen. Ich würde also irgendwann schon mal sagen, jetzt geht's zurück. Also, interessanter Vortrag. Projekt Debater. Gibt es das schon irgendwo im Einsatz? Ist das irgendwo schon in Realität zu erkennen? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und durch reinen Zufall habe ich ja auch noch
ein klitzekleines Slide vorbereitet, weil Projekt Debate auch im amerikanischen Fernsehen im Einsatz ist. Auf Bloomberg TV heißt das That's Debatable, das ist der Moderator, der gleiche sehen Sie. Und da wird immer regelmäßig diskutiert zu bestimmten Themen. Hier sehen Sie den Varoufakis, erinnert sich vielleicht jeder noch dran, Bankenkrise, Griechenland. It's time to redistribute, also wie wird der Reichtum mehr verteilt. Und hier fasst Projekt Debater eben die Meinung der Fernsehzuschauer insgesamt zusammen, also spricht nicht mit einem, sondern Tausenden gleichzeitig und kann dann eben anzeigen, da waren jetzt 3500 Leute da mitdiskutiert, die haben 10 Argumente dafür gehabt, 10 dagegen, das waren die Hauptargumente dafür, dagegen, welche waren das, in welcher Reihenfolge, Verteilung, also was ich Ihnen hier zeigen möchte, dass man auch neue moderne Tools der Kommunikation, der Abstimmung, der Demokratie, der Partizipation schaffen kann, auch des Sentiments. Insofern ist hier Sentimentsanalyse und diese Dinge kann man jetzt auch mal machen. Finde ich total super, dass er auf meine Fragen direkt schon ein paar Slides vorbereitet hat. Also gibt es Fragen aus dem Publikum? Mal gucken, ob das auch klappt, dass dann direkt die Folie kommt. Habt ihr, der Michi, haben wir ein Mikrofon? Sie hatten ja das Beispiel gebracht mit dem Assistenten, der einen Mitarbeiter in einem Callcenter unterstützt, also mitschreibt, die Sachen schon einträgt. Brauche ich dann eigentlich den Mitarbeiter noch oder könnte das nicht dann schon komplett eine KI sein? Ja, dieser Use Case heißt Agent Assist und jeder, der mal in Callcentern war, weiß, dass das ein sehr schwieriger Job ist, weil sie zum Teil jetzt bei den Telekom-Unternehmen haben sie hunderte von Produkten und vielen Details, das kann ein Mitarbeiter gar nicht alles wissen und das heißt, sie brauchen digitale Jobs, sonst können sie das gar nicht machen. Also das hilft ihnen, ihren Job zu machen, ohne das geht es nicht. Da gibt es ja auch die Churn-Rate, die Leute, die krank sind, sehr, sehr hoch. Also das ist sehr, sehr wichtig. Auf der anderen Seite funktionieren die Dinge eben doch nicht so gut, wie das hier vielleicht den Eindruck gemacht hat, dass das schon alles perfekt ist und automatisch. Eigentlich sind sie in der Praxis dann doch immer auch noch dümmer und Dinge gehen schief und so weiter. Das heißt, wir sind jetzt in einer Phase, wo die Menschen und Maschinen zusammen eigentlich gucken müssen, dass sie so eine Art Symbiose machen, dass man Werkzeuge baut, die besser werden, die einem helfen. Und insofern sind gute Projekte die auch, wo die Mitarbeiter selbst ihre eigenen Tools dann entwickeln. Und insofern die einfache Antwort auf die Frage ist, ja, die Mitarbeiter sind das Zentrale im Kundenservice, um auch eben Kundenbindung zu haben. Aber gute Tools sind auch im Entstehen und wichtig. Dann sprachen Sie von gewaltigen Chancen für uns als Industrie auch. Abgesehen jetzt von Chatbots, die unterstützen können, noch 2, 3 Beispiele, die Sie für uns sehen. Ja, das, was natürlich auch, worüber ich jetzt hier nicht geredet habe, es sind die Vorhersagen. Also was wird eine bestimmte Person jetzt als nächstes für eine Reise buchen? Wann wird er das machen? Also dieses Marketing of One, Vorhersagen über die, über das Verhalten von Menschen und Produkten und so weiter. Prediction, das nennt man ja Predictive. Das ist also etwas, was sehr, sehr viel eben in den Plattformen verwandt wird, um die Effizienz des Verkaufs, der Verteilung von Optimationen zu verbessern. Dann, wir hatten eben schon mal spontan dieses Ökosystem für Online-Travel. Da in dem Kreislauf, da sind wir ja schon ganz gut besetzt. Also das wäre, glaube ich, ein nächster Schritt auch für den VER, wo wir mal nach der Veranstaltung dann tiefer einsteigen sollen. Ich hätte noch eine Frage, was treibt das eigentlich? Also was ist der Grund, sind es die Rechenleistungen, die das jetzt möglich machen? Was ist also die Mathematik war ja schon in den 60er, 70er Jahren da weit und dann kam das sogenannte Death Valley oder KI Valley, das funktionierte nicht, weil, und dann kamen die Treiber, weil die Computer noch nicht schnell genug waren. Also heute sind die Computer sehr, sehr viel schneller, milliardenmal schneller und es gibt die sogenannten Grafikkarten, wie Nvidia-Karte und so weiter, die eben diese Bildverarbeitung, dass ich Parallelsachen mag, sehr, sehr stark unterstützen. Also Grafikkarten, schnellere Rechner und auch verbesserte Algorithmen. Das sind die drei Dinge.
Wobei man eben auch feststellt, dass sowohl bei Sprache als auch bei den Bildern, wenn ich vortrainierte Modelle habe, also wenn Sie ein Asset hätten, was jetzt zum Beispiel ein Hotel ist, ein Reisender, eine Reise, welche Attribute, wie das aus, was dazugehört und so weiter und das schon vorbereitet haben, dann hilft Ihnen das sehr, solche Ökosysteme zu machen. Es gibt ja bei Versicherungen zum Beispiel Konferenzen, wo es nur über Versicherungsmodelle, Risikomodelle, Bonitätsmodelle, das ist ja weitestgehend standardisiert. Und in diese Richtung wird es auf die eine oder andere bei Ihnen auch gehen. Zunächst erstmal besten Dank für den tollen Vortrag. Ich habe noch eine Frage und zwar, ich bin fest davon überzeugt, dass KI besonders in der Touristik Fuß fassen wird. Gibt es derzeit irgendwelche Auswertungen, weil ich weiß, besonders wenn ich mit vielen Unternehmen spreche, dass sie sagen, genauso wie bei der Digitalisierung, KI ja, ist noch weit entfernt und ich will mich damit noch gar nicht befassen, weil da halt auch sozusagen gar keine Statistiken vorliegen, inwieweit man dem Unternehmen dabei unterstützen kann. Nehmen wir mal jetzt das Beispiel mit den Chatbots. Gibt es da irgendwelche Auswertungen, wo man sagen kann, mit dem Einsatz von Chatbots sind die Kundenanfragen im Service Center um so viel Prozent runtergegangen, damit das Unternehmen jetzt nicht nur mit dem Produkt der künstlichen Intelligenz etwas zu tun hat, sondern tatsächlich auch weiß, was bedeutet das denn eigentlich, wenn ich das bei mir einsetze? Ja, also genau so ist es. Hinter jedem Projekt steckt ein Business Case, wo man genau wissenschaftlich berechnen kann, das ist so und so viel schneller geworden. Bei Callcentern zum Beispiel, in großen Callcentern gibt es große Schirme, da steht Average Handling Time, AVT, wie lange ich brauche, mein Problem zu lösen. Das geht, wenn ich das dann mittel runter. Oder First Resolution Rate ist eine weitere Sache. Im ersten Moment kann ich das im ersten Moment. Und alle diese Dinge kann ich messen und wissenschaftlich nachweisen, dass ich durch solche zusätzlichen Kanäle tatsächlich eben schneller werde, besser werde, auch der NPS hochgeht. Wir dürfen nie vergessen, dass es in der Welt viele Länder gibt, wo es ja die Infrastruktur nicht so groß ist, in Südamerika, Afrika, Asien und so weiter, wo ganze Banken, ganze Industrien mittlerweile so funktionieren. Also wir sind hinterher. Also wir dürfen uns überhaupt keine Illusion machen, dass wir hinterher sind. Wir werden überholt werden, weil es eben ganze Banken in Südamerika, die hunderte von Bots haben, wo alles automatisiert ist. Ich würde da gerne nochmal nachhaken. Also ganz konkret, Sie haben ja jetzt mehrere Use Cases gezeigt und ich habe das jetzt parallel mit Hook24 mal getestet und es funktioniert auch super. Aber was mir halt immer noch bei diesem Thema halt noch fehlt, dass dann konkret gesagt wird oder anhand eines bestimmten Use Cases, das hat dazu geführt, dass 30%, 40%, gerade bei uns in der Touristik, wo wir so einen großen Fachkräftemangel haben, dass mehr kommuniziert wird, okay, was bedeutet das in dem Use Case, was wurde an Kundenanfragen eingespart, weil allein ein KI dazu geführt hat. Also wir haben ja eine Jobrolle, die heißt Business Value Analyst und das sind Leute, die nur solche Business Cases ausrechnen, die wissenschaftlich genau das, was sie sagen, ausrechnen. Und auch die Kunden würden das Geld von ihren Vorständen verantwortlich auch auf Dauer größere Summen nicht bekommen, wenn man das nicht sehr deutlich nachweisen kann, dass bestimmte Usergruppen, junge Leute, die nur das machen, da auch zufriedener werden, dass es schneller geht, billiger und so weiter. Also da können wir uns gerne, kann ich Ihnen mal ein paar Sachen zeigen, wenn Sie wollen. Genau, wir hatten hierzu noch eine Ergänzung von Georg Ziegler. Ich kann dir da eine Antwort geben als kleinen Werbespoiler für den nachfolgenden Vortrag oben. Einsatz von KI bei Holiday Check. Wenn wir unser Machine Learning System nicht nutzen würden in der Freischaltung der Hotelbewertung, würden wir etwa 10 Minuten brauchen für jede Bewertung zum Bearbeiten. Mit dem System brauchen wir nur 3 und wir würden 100 Mitarbeiter benötigen statt heute 35. Also da kannst du selber mal die Mathematik im Kopf machen, was wir da an Geld sparen. Und ich kann nur jedem empfehlen, gerade bei solchen Tätigkeiten, wo man Modelle trainieren kann, unbedingt auch Spezialisten einzubeziehen, um sich dort auch in der Qualität des Ergebnisses echte unternehmerische Vorteile zu verschaffen. Aber mehr davon gleich oben. Ja. Hier gibt es den Steffen noch. Also.
Sie haben ja Beispiele gezeigt von der Versicherung oder vom Bankenbereich. Das sind ja Märkte, die sehr viel klarer strukturiert sind an die Tourismusbranche. Die ist sehr kleinteilig, viele KMUs, sehr heterogen. Was ist denn da Ihre Einschätzung? Warum tut sich vielleicht die Reisebranche schwerer mit KI-Einsätzen und was ist Ihr Tipp, dieses Ökosystem zu bespielen? Ja, erstmal weiß ich das gar nicht so genau, ob sie sich jetzt schwerer, das müsste man sich mal genau angucken, weil auch viele mittelständische und kleine Unternehmen, auch sehr viele Start-ups solche Dinge auch machen. Also ich kenne auch viele Start-ups, die vollautomatisierte KI-Services anbieten, die unwahrscheinlich boomen. Also das müsste man sich genau anschauen. Wie geht man vor? Also wir schlagen eigentlich immer vor, dass man eben Workshop-basierten Innovationsprozess hat, dass man am Anfang sich mal zusammensetzt und ohne Technik und solche Sachen mal anfängt. Ideation-Workshop nennt man das, dass man erstmal sagt, wovon würde ich eigentlich träumen und was würde ich mir wünschen und das mal sammelt und dass auch sowohl die Techniker, die Fachseite, das Management, die Programmierer alle zusammen sind und jeder seine Sachen reinbringt. Und dass man dann danach diese Ideen dann clustert in, ist das machbar, ist das teuer oder billig und dass man dann machbare, günstige Sachen damit mal anfängt. Ne? Und dass man dann einen solchen Prozess aufsetzt, das dann auch umsetzt, Piloten baut und die dann verbessert und dann immer Piloten in der Pipeline hat und das dann rollierend macht. So machen das dann große Organisationen, aber das kann man auch mit kleinen machen und dann hat man immer ein, zwei Projekte. Na, wir hatten jetzt noch zwei Fragen hier vorne und hier hinten. Immer noch. Oder hat sich das? Wir sparen das alles an der Mittagspause. Also, ja, das ist viel interessanter als Essen. Vielen Dank für den Vortrag. Sehr interessant. Ich will nur kurz mal daran erinnern, dass der erste Gewinner des Sprungbrettwettbewerbs, das ist 12 Jahre her. Ja. Also 12 Jahre her war eine damals kleine Firma namens Trust You, die Texte semantisch analysiert haben, um Hotels zu klassifizieren. Heute eine etwas größere Firma. Also so weit hinterher sind wir in der Touristik manchmal gar nicht. Also es war damals schon sehr, sehr, da hat man es noch nicht KI oder AI genannt, aber es war halt semantische Textanalyse. Und da sind einige Dinge in den letzten Jahren entstanden und ich finde es jetzt ganz interessant, also weil KI ist ja jetzt sozusagen die nächste Stufe da. Das waren halt so ein paar Versuche an dem am Anfang, aber das ist schon 12 Jahre her. Ist ja auch in den Reifegradmodellen, Sie können nur in höheren Reifegradmodellen Organisationen sowas dann auch wirklich gut machen und Ihre Industrie ist schon relativ reif. Sind die Daten digital? Ja. Sind die irgendwie vernetzt? Kann ich vernetzt darauf zugreifen? Ja. Werden sie schon analysiert und zusammengeschaltet, analytisch? Ja. Und das heißt, Sie haben durch diese Verschaltung von vielen verschiedenen komplizierten Daten schon eine sehr hohe Datenverschaltungs-, Aufbereitungskompetenz, sie darzustellen. Und da müssen Sie eben die Punkte finden, wo Sie dann durch solche Fähigkeiten noch mehr rausholen können. Ja, gibt es denn Daten darüber, wie hoch die Akzeptanz beim Endkunden ist? Weil ich kenne es manchmal, wenn ich bei der Bank anrufe zum Beispiel, nur mit dem Roboter chatte oder telefoniere und einfach nicht die Antwort bekomme, die ich erwarte und aber auch nicht zu einem echten Menschen durchgestellt werden kann? Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil natürlich die Akzeptanz ganz entscheidend ist. Und wir haben da sogenannte EX-Teams, die gerade diese User-Schnittstelle so bauen, dass man probiert, eine hohe Akzeptanz zu haben. Das heißt, man muss die Sprache so machen, zum Beispiel, wenn es junge Leute sind, kann es auch lustig und mehr jugendlich die Sprache sein. Ganz wichtig ist, dass man nicht mehr verspricht, als dass es kann. Also letztendlich ist es besser, wenn das Ding immer ein bisschen dümmer rüberkommt und dann übererfüllt, als dass man denkt, oh, wie intelligent, und dann ist man laufend enttäuscht. Also weil die Leute verzeihen maximal eine oder zwei falsche Antworten. Insofern muss man die Erwartungshaltung richtig managen. Und wenn man das gut macht, dann gibt es auch Systeme, die sehr gut angenommen werden. Ja, dann sage ich auch vielen Dank, Dr. Hildesheim. Als Info noch, ihr habt alle auch vom VER dieses Inspiration Sheet bekommen. Daher auch der Hinweis noch auf zwei interessante Chatbots, die ihr vielleicht heute auf der Heimreise, Flugzeug, Zug, Auto,
Nicht Chatbots, Podcast, Entschuldigung, bin jetzt so in Chatbots, danke Michi, Podcast, Chatbots und KI zum Beispiel nutzen Anwendungen und Erfahrungen oder der FAZ-Podcast Künstliche Intelligenz, auch da interessante Themen von unserem Redner heute hier. Vielen Dank für den Besuch bei uns. Danke, tschüss.